sagt, man hat jetzt nicht nur bei Qumran, sondern auch an anderen Stellen andere Schriftrollen gefunden, wie zum Beispiel Judas, Evangelium und so weiter. Warum sagt man nicht, okay, ich habe ein anderes Buch in irgendeiner Höhle gefunden, dann ist das jetzt das Wort Gottes. Nur weil die anderen dieses Buch als Wort Gottes akzeptieren, heißt so lange nicht, wenn ich irgendwo in der Höhle dann was davon finde, dass das Wort Gottes ist. Das Buch von Nostradamus akzeptiert keiner als das Wort Gottes. Wenn jemand das Buch Nostradamus als das Wort Gottes bezeichnen würde und irgendjemand findet das Buch Nostradamus dann in der Höhle irgendwo, in den Rocky Mountains, heißt das dann, dass das Buch von Nostradamus ein Buch von Gott ist? Oder wenn irgendjemand die hinduistische Schriften oder wo irgendwo eine Höhle findet, heißt das jetzt, dass die Bücher wirklich original sind, nur weil sie erhalten geblieben sind? Okay, kein Problem. Weiterer Punkt. Laut, wenn ich jetzt zum Beispiel zu jemandem sagen würde, weil das wird datiert, also man sagt auf 200 vor Christus, die Qumran-Rollen. Wenn ich jetzt zu jemandem sagen würde, ich glaube nicht, dass das 200 vor Christus ist, diese Schriftrollen sind von 1000 nach Christus. Das heißt, die haben sich vertan mit der Datierung. Die haben sich um 1200 Jahre vertan. Was wird er zu mir sagen? Er wird sagen, hey, das ist unwissenschaftlich, was du erzählst. Wie kann das sein, dass das von... Das ist moderne Wissenschaft. Die moderne Wissenschaft sagt, es ist von 200 vor Christus. Weil ansonsten, wenn es 1000 nach Christus ist, ist es nach Mohammed gekommen, kann man danach noch was verfälscht haben. Es ist von 1000 nach Christus. Es ist von 200 vor Christus. Moderne Wissenschaft sagt das. Moderne wissenschaftliche Geräte, moderne Wissenschaft. Dann sage ich, okay, du sagst, die moderne Wissenschaft kann sich nicht um 1000 Jahre vertan haben. Wie alt ist laut Bibel die Erde? 6000 Jahre. Moderne Wissenschaft sagt 4,6 Milliarden Jahre. Wie kommt das? Ja, da hat sich die moderne Wissenschaft vertan. MashaAllah. Hier hat sich die moderne Wissenschaft um 4,5 Milliarden Jahre vertan, aber hier hat sich die moderne Wissenschaft nicht um 1000 Jahre vertan. Naja, muss jeder selber entscheiden, ob das logisch ist. Dann der nächste Punkt ist, wenn wir sagen, das Alte Testament ist nicht verfälscht, dann hat das keinen Einfluss auf das Neue Testament. Und die meisten Unterschiede zwischen Islam und Christentum bestehen im Neuen Testament, nicht im Alten Testament. Die meisten Diskrepanzen haben wir mit dem Neuen Testament, nicht mit dem Alten Testament. Von da auf das Neue Testament hat es absolut keinen Einfluss. Dann der nächste Punkt ist, wenn jetzt jemand sagt, und wir nehmen an, okay, Roland de Vaux war ein guter Mensch, es wurde keiner entlassen, es wurde alles vernünftig entschlüsselt, die moderne Wissenschaft hat sich nicht um 1000 Jahre oder 300 Jahre oder 400 Jahre vertan. Ja, wir sagen, okay, kein Problem, wir nehmen an, kein Problem. Beweist das jetzt, dass die Bibel nicht verfälscht ist? Weil was bedeutet das? 200 vor Christus, wann wurde das erste Buch von der Bibel geschrieben? Genesis? 1500 vor Christus. Das heißt, da sind 1300 Jahre zwischen, um den Namen Mohammed rauszunehmen. Von Jesaja sind 500 Jahre dazwischen, also das beweist höchstens. Wenn wir es annehmen, wir sagen, okay, keine Fälschung, wir nehmen das jetzt als Autorität hin. Es beweist höchstens, dass von 200 vor Christus bis jetzt nicht mehr verfälscht wurde. Das Alte Testament. Plus die kleinen Abweichungen, aber kleine Abweichungen können manchmal viel bedeuten. Plus, ja. Und übrigens, ich habe die Qumran-Rollen nicht gelesen. Von daher, man verlässt sich auch nur darauf, was andere gesagt haben. Ja? Dann nächster Punkt. Wenn das auch noch genauso ist wie heute, dann beweist es, oder wenn es damals genauso war wie heute, dann beweist das höchstens, dass das, was da ist, nicht verfälscht wurde. Das wäre das Allerhöchste, wenn wir all diese Diskrepanzen, all diese Probleme wegnehmen, was man sagen könnte. Aber du könntest nicht sagen, dass nicht etwas rausgenommen worden ist. Das kann man gar nicht beweisen, dass irgendetwas rausgenommen worden ist. Dann das Nächste. Wir finden Sachen im Neuen Testament, wo Jesus zitiert aus dem Alten Testament, er zitiert, und du findest es nicht im Alten Testament. Ich werde ein Beispiel geben, in Lukas 24, Vers 46, da sagt Jesus, er sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift. Das heißt, er zitiert jetzt. Er sagt nicht, in der Schrift steht das, und dann erklärt er mit seinen eigenen Worten, sondern er sagt, so steht es in der Schrift. Das heißt, er zitiert jetzt. Dann sagt er, der Messias wird leiden
und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ich wiederhole nochmal. Der Messias wird leiden und am dritten Tag auch von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ja? So, dann hat man im Alten Testament gesucht, wo könnte diese Stelle sein? Wo könnte dieses Zitat sein? Und dann hat man Hosea 6, Vers 3 gefunden, weil da irgendetwas von 2 und 3 Tagen erzählt wird. Jetzt vergleicht diesen Text mal, hat gar nichts damit zu tun. Das Zitat ist vollkommen anders. Das heißt, dieses Zitat, was Jesus angeblich gebracht hat, gibt es nicht mehr. Hier steht, hier, er wird uns lebendig machen nach 2 Tagen. Am dritten Tag wird er uns auferstehen lassen und wir werden vor ihm leben. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Am zweiten Tag, nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen, am dritten Tag wird er uns auferstehen lassen und wir werden vor ihm leben. Und hier steht, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nix. Es ist einfach nur 2 und 3 Tage gefunden worden und wenn man im Kontext liest, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, für jeden, der ehrlich zu sich selber ist. Nächster Punkt. Verschlusssache Jesus, dieses Buch, hier wird noch was anderes sehr Interessantes erwähnt. Sollte man genau drauf achten. Hat Puach, ein gewisser Puach, hat ein bisher unentdecktes Zitat, das ist die Seite 95, Puach hat ein bisher unentdecktes Zitat aufgespürt, das einem, gut zugehört, unbekannten Propheten zugewiesen wird. Dieses Zitat stammt direkt aus den Schriftrollen vom Toten Meer, woraus hervorgeht, dass der Autor des Barnabas-Evangeliums entweder selbst zur Gemeinde vom Koran gehörte oder mit ihren Lehren vertraut war. Und im Barnabas-Evangelium, das ist übrigens nicht das Evangelium, wo wir sagen, das korrekte Evangelium, aber auch ein Bericht, wo einige Sachen richtig sind und falsch, und im Barnabas-Evangelium steht, dass Jesus sagt, nach mir wird ein Prophet kommen, der Mohammed heißt. Warum wurde das Barnabas-Evangelium nicht in die Bibel mit aufgenommen? Und hier sagt er, hier, dass der Barnabas wahrscheinlich dazugehörte und dass da eine Schriftrolle gefunden ist, wo ein unentdeckter Prophet, ein unbekannter Prophet, eine Schrift von einem unbekannten Propheten ist. Dann, nächster Punkt, wo auf einen unbekannten Propheten hingewiesen wird. Dann, wenn wir sagen, es ist nichts verändert worden, dann haben wir schon gesagt, dann heißt das, nichts wurde hinzugefügt und so weiter. Aber wir finden zum Beispiel auch im Neuen Testament, dass ein Vers im letzten Jahrhundert gefunden wurde, dass er nicht zu den Manuskripten gehörte, das Komma Johanneum, was für die Trinität als Beweis benutzt wird, wurde aus den Bibelübersetzungen aus den meisten rausgenommen. Dann etwas anderes als Fälschung, was heute noch existiert, ist Johannes 8. Viele haben diese Geschichte gehört, dass eine Frau zu jemandem geführt wird, zu Jesus. Eine Frau wird zu Jesus geführt, sie soll Sina begangen haben und die Leute sagen, diese Frau muss gesteinigt werden. Und Jesus sagt laut Johannes 8, wer denn noch keine Sünde gemacht hat, soll den ersten Stein werfen. Und dann sind sie alle gegangen, hat Jesus gesagt, wollen sie dich nicht verurteilen? Dann will ich dich auch nicht verurteilen. Dieser Vers kommt in keinem der ältesten Manuskripte vor. In keinem der ältesten Handschriften vor. Markus 16, das Ende, kommt in keinem der ältesten Manuskripte vor, ist heute noch in der Bibel enthalten. Codex Syriaticus nicht vorhanden. Jetzt, um das nochmal zu illustrieren, weil viele sagen, guck mal, er hat die Todesstrafe abgeschafft.